Ach, guten Morgen, da bist du ja wieder. Ich hab's doch rascheln hören. Hallo. Nachdem ich euch letzte Woche mit in den Nordosten genommen habe, werde ich heute den Westen von Bali erkunden. Ich bin wieder mit einem privaten Fahrer unterwegs, habe ihm meine Vorlieben mitgeteilt und er hat ein paar coole Spots für mich ausgesucht. Ich bin schon richtig gespannt, wo es hingeht heute. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Schaut mal, er ist immer noch da und eingeschlafen gerade. Jetzt ist schon eine Stunde später in etwa. Oh, das hat er gehört. Jetzt ist er wieder wach geworden. War ganz niedlich. Er hatte den Kopf so auf den Baumstamm gelegt. Aber jetzt hat er seine Ruhe, denn jetzt fahre ich los. Heute fahre ich übrigens nicht mit Newman, sondern mit seinem Bruder. Ganz witzige Sache, in Indonesien haben die alle den gleichen Namen. Der Erstgeborene heißt Wayan, der Zweitgeborene habe ich vergessen und der Drittgeborene heißt Newman. Und so weiß man immer, wer als Erster geboren wurde. Hier ist meine Unterkunft und direkt hier gerade rüber ist ein Kindergarten. Hier wird erstmal ein Dachstuhl transportiert. Ah, Moped kommt, muss durch. Okay, weiter geht's. Ah, die anderen Teile kommen dann mit Moped hinterher. So, unsere Fahrt geht los. Heute ist der Bruder an der Reihe. Er versteht leider kein Deutsch, aber wir sprechen Englisch. Erstmal müssen wir uns durch den Verkehr von U-Boot quälen. So, wir sind jetzt hier am Lecke-Lecke Wasserfall. Prost! That is from Kurkuma. The name is Jammu. Jammu? Ja. Stay away from this. Oh, Durian. Die alte Stinkefrucht. Bah! Habt ihr schon mal Durian gekostet? Die sind so eklig. Hier sind Vanillepflanzen. Er erntet hier Gras für die Kühe. Da ist ein Jackfruchtbaum da unten. Da hängt auch eine. Und natürlich, wie überall, kannst du hier wieder für, ich weiß nicht, wahrscheinlich wieder 20 Euro schaukeln. Wir gehen viel, viel, viel bergab. Wenn wir nachher zurückkommen, dann wird es richtig sportlich. Heute ist es ein bisschen schwierig für mich, immer so die einsame Natur aufzunehmen, weil er ist heute nicht nur Fahrer, sondern auch Guide und läuft praktisch immer vor mir, sodass ich nicht so gut Videos machen kann. Seht ihr? Er sitzt mir praktisch immer vor der Linse. Aber der Weg hier ist richtig schön und richtig grün. Wow, da oben stürzt das Wasser ab. Eintritt zum Wasserfall hat übrigens 50.000 gekostet. Das sind in etwa 3 Euro. Das sind übrigens ungefähr 50 Meter. So, jetzt wird's hier voll. Im Netz wird der Weg als anspruchsvoll beschrieben. Finde ich jetzt nicht. Also es sind immer so Treppen gebaut worden. Und das Einzige, was ein bisschen
schwierig ist, ist, dass der so sehr rutschig ist von der Feuchtigkeit. Aber eigentlich auch kein Problem. Ich finde ihn nicht anspruchsvoll. Und der Weg ist so, so schön von der Vegetation ringsherum. Ich hatte ihn gefragt, weil ich hatte gehört, dass es keine giftigen Schlangen in Indonesien gibt. Es gibt giftige Schlangen, aber die Art kommt nicht von hier, sondern aus China. Und die japanischen Menschen, die essen zum Beispiel Kobras und haben die hier eingeführt irgendwann. Und jetzt hat sich die Art hier entwickelt. Hört mal den Sound. Oh, jetzt hören sie auf. Kochetang. Kochetang heißt das. Wow, der Dschungel. Da wird geschaukelt. Papaya. So, ich bin jetzt hier an einem Tempel. Puta Ulung Dunada. Keine Ahnung. Ich schreibe es euch hin. Ich schreibe es hier hin. Und jetzt muss ich erstmal ein Ticket kaufen. Ich habe gelesen 75.000. Ich schau mal. Hello, I want to buy a ticket. So, ich bin drin. Ticket hat 4 Euro ein bisschen gekostet. Und wichtig ist, es ist verboten, hier mit Drohne zu fliegen. Ich muss mir mal einen englisch sprechenden Guide oder einer englisch sprechenden Gruppe hier anschließen, weil mein Fahrer hat gesagt, er schläft jetzt erstmal eine Stunde im Auto und dann können wir weiterfahren. Das dachte ich, die hier hinter mir, aber die sprechen, glaube ich, Spanisch oder Portugiesisch. Aber ich suche weiter. Übrigens, schaut mal, hier leben überwiegend Moslems. Hier kann man sich diverse Boote ausleihen. Um dorthin zu gehen, müsst ihr dann nochmal 10.000 Eintritt bezahlen, also 60 Cent, nicht viel, aber... Und dann könnt ihr dort ein Foto machen. Na, seht ihr, was da liegt? Das ist wieder so typisch. Schaut mal, da drüben gibt es so internationale Speisen, Burger, Fast Food und so. Da ist richtig voll. Und hier, wo ich bin, wartet mal, ich stelle mal um. Ich bin in einem Warung und schaut mal, kein einziger Mensch, aber ich gehe trotzdem hier essen. So, jetzt gibt es erstmal hier Mittag. Das ist Mee Goreng und Ananasjuice. 3,19 Euro beides zusammen. Ich bin übrigens auf 1250 Metern Höhe hier. Generell gilt für Bali, kommt früh's. Bei mir war es jetzt immer so, wenn ich angekommen bin, ging es so mit den Touristen am Spot. Aber jetzt ist hier alles bunt. Wow! Grundsätzlich ist es hier aber sehr gepflegt. Ich mag es ja ein bisschen wilder, ursprünglicher, aber trotzdem sieht es sehr, sehr schön aus hier. Hier ist auch nochmal ein Restaurant. Ich habe praktisch in meinem Warung 3,19 Euro bezahlt. Das sind 55.000. Und hier bezahlst du für eine Person 120.000, also das Doppelte, mehr als das Doppelte. Ich bin jetzt im Yatiluwi-Reisanbaugebiet. Er hat mich jetzt hier rausgeschmissen an der Straße. Ich soll jetzt ein bisschen hier umherlaufen, mache ich gern. Und er erwartet mich dort oben. Eintrittsticket hat 40.000 gekostet. Das sind 4 Euro. Nein, 3 Euro und ein paar zerquetschte. Ja, und dann gehe ich jetzt hier auf einen kleinen Reiswalk. Reisfieldwalk. Wie schön sieht das hier bitte aus? Hier sind die Bewässerungssysteme. Der Reis steht eigentlich immer unter Wasser hier. Und hier hinten ist der Ort Yatiluwi.
Wenn ich das richtig gesehen habe, musst du als Tourist hier Eintritt zahlen, weil die Kasse war am Ortseingangsschild. Es ist einfach wunderschön und es sind wirklich nicht viele Menschen hier. Das verteilt sich so ein bisschen. Und wie ich es gesehen habe, es ist Weltnaturerbe der UNESCO. Hier hinter mir ist ein Kakaobaum, da hängen auch Kakaoschoten. Ich zeig's euch mal. Dann haben wir hier noch einen Guavenbaum. Da hängt auch eine kleine. Ist noch nicht reif. Hier ist auch noch mal Guave und hier hängen auch die kleinen Früchte überall dran. Dass du nicht verhungerst, gibt es hier auch was Leckeres noch, ein paar Chips. Und damit du keinen Sonnenstich bekommst, gibt es einen Hut. Es gibt hier übrigens verschiedene Tracks. Ich blende euch mal hier das Foto ein. Und zwar geht der kürzeste 45 Minuten, das ist die Red Line, die rote Linie. Und der längste über 5,5 Stunden. Man kann hier auch ein Fahrrad mieten und mit dem Fahrrad entlang fahren. Aber ich kann es euch nur empfehlen, es ist wunderschön. Die Wege sind auch super zu gehen. Und ab und an findet hier auch ein bisschen bäuerliche Idylle statt. Hier sieht man direkt, wie das so terrassenförmig aufgebaut ist. Die brauchen ja immer viel Wasser. Und auf den Hängen fließt halt das Wasser schneller ab. Immer wieder so Buden, wo ihr die verschiedenen Reissorten kaufen könnt. Hey, hallo! How are you? Oh, jetzt habe ich sie geweckt. Jetzt habe ich, glaube ich, den schönsten Rundumblick. Da ist so ein Telefontower und jetzt einmal die Runde. Ist der Tower wieder. Hier liegen auch überall diese Opfergaben. Da habe ich Vajan vorhin schon gefragt. Und zwar danken sie ihrem Gott für die Ernte, für den Reis, ja, für eine reiche Ernte. So, ich glaube, gleich sind wir zurück. Hier sind schon wieder mehr Menschen. Hier ist übrigens mein Auto heute. Ich muss mir erst mal das Nummernschild anschauen. Jetzt hat er mich hier schon wieder in so einen Tempel geschleppt. Hab hier schon meinen Rock anbekommen. Und er bindet sich auch was um. Ich glaube, er will mitkommen. Ziehen wir durch. Der Tempel heißt übrigens Puralu Hur Batukau. Ha, die Fische, die denken, wir haben Futter mitgebracht. Da sind sie im Irrtum. Außerdem füttere ich keine wilden Tiere. Hier ist voll ein fetter Baum umgefallen. Hier, da ist der Stumpf und hier jetzt machen sie Holz draus. Wow, das sieht so schönes Holz, richtig rot. Also die Originalfarbe ist ungefähr so. Das war ein Mahagonibaum mal. Der ist in der Mitte schon richtig modrig, darum ist er umgefallen. Hat auch hier jede Menge Schaden verursacht beim Umfallen. Schaut mal, für die bösen Deutschen haben sie es hier extra in Deutsch rangeschrieben.
Hier sind so viele Häuser. Ich habe erst mal gefragt, ob die hier leben. Nein, die leben hier nicht. Das ist nur zum Beten. Die kommen nur zum Beten. Also wir sind hier mitten im Dschungel, ja. Und für Festivals. Ich bin zurück in Ubud. Wir haben noch was richtig Geiles gemacht. Wir waren noch auf einem Fruchtmarkt, also wo es Obst und Gemüse gibt. Und wir haben zusammen alle Früchte gekauft, die ich nicht kannte und die ich immer noch nicht kenne. Und daraus mache ich noch ein Video. Ich probiere sie einfach, so eine Art Fruit Tasting. So, mein letzter Abend in Ubud. Ich nehme euch noch mal kurz mit hier die Straße entlang. Jetzt müsstet ihr nur noch riechen, wie das hier duftet. Ubud hat jetzt für mich seinen eigenen Duft. So, heute gibt es Pineapple Spinach Juice. Eine vegetarische Platte mit Spezialitäten aus Bali. Ich bin auf dem Rückweg, wie ihr seht. Ich habe mich gerade vom Zentrum Ubuds verabschiedet. Ich mag es unglaublich gern. Und ja, jetzt gehe ich zurück zum Hotel. Dort muss ich noch ein bisschen packen, denn morgen geht's auf nach Canggu. Und wenn euch die Tour quer durch den Westen Balis heute gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Oh, sieht man gar nicht. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in Canggu am Meer, dann einfach hier unten Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis bald!